Einige von euch werden sicherlich dieses typische TikTok The Walking Dead Meme kennen. Hier so, yo, Mr. President, es ist eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Oh, echt? Ja, aber es sind nicht die The Walking Dead Zombies. Ja, und es zeigt halt einfach immer mal wieder, dass die The Walking Dead Zombies die lamesten Zombies sind, die es nur irgendwie geben kann. Und ich meine, unter Zombies versteht man im Normalfall Untote, die halt irgendwie gerne Gehirne essen. Das ist so ja irgendwie der kulturelle Stand eines Zombies. Aber, und auch wenn ich mich damit sehr weit aus dem Fenster lehne, ich bin der festen Meinung, wir würden eine Zombie-Apokalypse mit The Walking Dead Zombies easy überleben. Und in diesem Video gibt es die Gründe und vor allem Beispiele und Szenarien, warum das so ist und warum wir andere Apokalypsen mit Zombies schwerer überleben würden. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, wie gesagt, Zombies, ne? Im normalen Stand der Dinge, hirnfressende Untote, die leichten grünen Schimmer meistens sogar haben. So der klassische Zombie. Und in The Walking Dead, um die mal kurz anzuschneiden, sind es sehr langsame, aber ausdauernde, hungrige Wesen, die sehr geräusch- und halt auch teilweise sehr lichtempfindlich sind. Heißt, wenn irgendwo ein Feuer leuchtet, laufen die zielstrebig dahin. Und allein da fängt es schon an. Ja, das wird in der Serie immer als große Gefahr dargestellt. Man muss immer leise sein in der Gegenwart von Zombies. Und auch Licht und so ist immer scheiße. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir haben oft genug gesehen, wie man das gegen sie verwenden kann. Wie leicht ist es der The Walking Dead Gruppe gefallen, Zombies mit Licht oder Geräuschen wegzulocken, ganze Horden umzulenken. Und das ist halt wirklich schon eine sehr, sehr krasse Sache. Und die kann man auf jeden Ort, sag ich mal, auf Deutschland bezogen, jeden Ort in Deutschland und jede Stadt einfach auslegen. Man macht eine Stelle, wo man irgendwie Lautstärke und Licht hinballert, da laufen die dann halt hin und da kann man die dann relativ simpel töten. Ich sage relativ simpel, denn ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, warum ich der Meinung bin, dass es eigentlich komisch ist, dass das Zombie-Mensch-Verhältnis in The Walking Dead so riesig ist. Und da war auch einer meiner Punkte, jo, die Zombies sind halt, wie sie es nun mal auch in der Serie selber sagen, Matschbirnen. Die explodieren schon, wenn man sie falsch anguckt. Ja, auf das alte Video zurückzukommen nochmal kurz. Ja, ich weiß, am Anfang waren diese Verwesungsprozesse bei den Menschen noch nicht so. Dementsprechend waren die Schädel auch noch härter. Bin ich auf jeden Fall bei euch, Leute. Aber am Ende des Tages geht es ja auch um die langzeitige Auslöschung der Zombies. Und deswegen, also diese Zombies in The Walking Dead, das Einzige, was sie können, ist ausdauernd gehen. Und das war's. Ich weiß, wir haben mittlerweile Mutationen, wir haben Zombies, die potenziell rennen können, wir haben Zombies, die klettern können. Wir werden vielleicht auch irgendwann Zombies haben, die reden können. Bezweifle ich zwar und hoffe ich auch irgendwie nicht, aber es kann natürlich sein, dass wir in den nächsten Serien, die wir zu The Walking Dead, auch einige Entwicklungen an Zombies bekommen. Aber Stand jetzt, ja, die können halt mal rennen, so ein paar, und ein paar können klettern. Schauen wir uns doch nur mal im Verhältnis andere Zombies oder, und hier muss man es halt jetzt einklammern, andere untote, infizierte, zombieartige Wesen aus Serien, Filmen und Videospielen. Warum ich das jetzt so groß auffächer? Weil offiziell sind die infizierten Zombies in The Last of Us zum Beispiel ja keine Zombies. Sie sind im Prinzip einfach nur von dem Filz befallene Menschen, die dementsprechend einfach mehr oder weniger zu einem Art Berserker-Rausch-Monster werden und halt nicht direkt untot oder tot sind. Aber bleiben wir bei The Last of Us. Was haben wir hier? Wir haben Zombies, die fledermausmäßig den Raum scannen können und dich dementsprechend mit dem leisesten Geräusch wahrnehmen und dich halt anspringen wie sonst was. Wären wir bei dem nächsten Punkt. Die Zombies laufen, springen und sind allgemein sehr, sehr schnell und ausdauernd. Davon mal abgesehen, kann man sich mit dieser Scheiße in The Last of Us über jegliche Art infizieren. Ob es ein Zombie selbst ist, ob es was ist, was man gerade am Straßenrand aufgefunden hat, was zufällig auf so einem Cordyceps lag und voll infiziert ist, oder ob man halt einfach nur mit einem Zombie am Kuscheln ist. Es geht halt. Und wenn wir das auf The Walking Dead zurücksehen, klar, da ist halt im Prinzip jeder tot gleich Zombie. Und abgesehen von Bissen ist da halt auch nicht viel was passieren kann. Natürlich schon sehr stark, aber wenn man halt nicht stirbt, sollte es eigentlich laufen. Bleiben wir in der Spielewelt und gucken uns mal Left 4 Dead an. Ich meine, abgesehen davon, dass auch da die Zombies schnell sind und nicht langsam und trotzdem ausdauernd, es gibt verschiedene Versionen und ich sage einfach nur die Witch. Holy shit, ich habe Left 4 Dead damals gespielt und ich habe mich einige Male eingeschissen, als ich dieses Wimmern von diesem blöden Zombie-Typen-Ding gehört habe. Holy shit. Darüber hinaus gibt es noch so viele andere Mutationen. Also in der Welt von Left 4 Dead würde ich jetzt auch nicht unbedingt leben wollen. Ich meine, das sind halt auch ein bisschen, naja, interessantere Zombies, würde ich mal sagen. Vor allem, weil sie halt auch nicht One-Shot sind. Ja, gut, aufs Spiel bezogen kann man da halt jetzt einfach mal sagen, es wäre ja auch langweilig, wenn jeder Zombie Headshot
One-Shot wäre, ist halt einfach so. Aber wir wollen ja davon ausgehen, dass wir in dieser Welt leben und dementsprechend wäre es scheiße. Ähnlich wie bei Resident Evil. Hier muss man natürlich sagen, die Zombies sind mehr oder weniger, vor allem in den späteren Teilen, sage ich mal, irrelevanter geworden. Es ging ja dann meistens eher noch um irgendwelche Mutationen in riesiger Form, siehe Nemesis, Mr. X und weitere. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier Zombies und diese Zombies sind im Spiel genauso. Es ist sehr schwer, sie zu töten. Obwohl man hier sagen muss, sie sind auch sehr langsam. Also hier in Resident Evil wäre es eher die weiteren Entwicklungen dieser Zombies, die mir auch Sorgen machen würden. Kommen wir zu einer meiner Lieblingsfilmgenre bzw. Film-Trilogien, würde ich gerne sagen, aber dem ist nicht so, glaube ich. Und zwar 28 Days Later bzw. 28 Weeks Later. Ja, nee, da würde ich nicht gerne leben. Nee. Also diese Zombies sind für mich die schlimmste Zombie-Art, die ich hier irgendwo aus Filmen, Serien oder Spielen kenne. Diese Zombies sind ultraschnell, haben verhältnismäßig viel, also halten verhältnismäßig viel aus. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob dann ein Headshot auch gleich tot ist, aber glaub schon. Aber Körpertreffer und so sind die halt auch sehr, sehr gut gewappnet und vor allem, sie sind sehr schnell. Sie sind unfassbar gruselig. Vor allem, weil hier auch dieser Verfall, dieser Verwesungsprozess gar nicht so vorhanden ist. Also nicht wie in The Walking Dead, dass der Körper halt irgendwann wirklich abbaut, sondern hier ist es gefühlt, sind die auf einem Stand so. Und die sind einfach creepy und verdammt schnell. Hier ist zwar das Infektionsrisiko jetzt ähnlich hoch wie in The Walking Dead zum Beispiel. Ne, wirst gebissen oder gekratzt. Hier ist hauptsächlich, wird da quasi drauf gegangen, ja, wenn du dein, mit dem Blut in Berührung kommst, da gibt es eine wunderschöne Stelle, wo so ein Rabe oder eine Krähe so ein Snack von so einem Zombie ist und das einem ins Auge tropft und wow, habe ich die Szene als Jugendlicher gehasst. Boah, das fand ich so eklig. Ich bin sehr, sehr augenempfindlich, by the way. Ja, Augentropfen waren spaßig damals. Nichtsdestotrotz, Infektionsrisiko hier vielleicht nicht so hoch, aber die sind fast as fuck boy. Wirklich, die sind zoom. Welche Zombies auch extrem schnell sind, obwohl hier der Begriff Zombies wirklich sehr, sehr schwer ist, für mich auch schon, ist I Am Legend. Irgendwie sind es Zombies, irgendwie aber auch nicht. Es sind eher Mutanten, aber wir nehmen es jetzt einfach mal und packen es in die Kategorie Zombie, weil ist so. Auch hier das Gleiche. Die Dinger sind scheiße schnell, unfassbar stark, unfassbar ausdauernd und halt auch einfach nur sehr, sehr brutal. Ähnlich wie bei The Last of Us, halt sehr, sehr berserkermäßig unterwegs. Infektion bin ich mir hier gerade gar nicht sicher. Ich weiß es nicht, ob man sich überhaupt bei denen infizieren kann oder nicht. Dessen bin ich mir nicht bewusst. Aber eine Sache muss man denen hier aber auch geben. Die kommen halt nur nachts raus. Und das macht es gegen die Kämpfen und Überleben einen Ticken leichter. Halt nur die Nacht nochmal extrem schwerer. Ne? Also Tag ist ganz angenehm, Nacht ist halt schon Kacke. Aber auch hier Stärke und vor allem Schnelle. Und man muss auch sagen, diese Zombies relativ, die können halt sehr gut eigentlich noch denken. Also sie sind relativ, ja, intelligent, verhältnismäßig natürlich. Eine Zombie-Kategorie, die ich glaube ich wirklich nur erwähnen muss, weil sie einfach, puh, keine Ahnung, OP ist World War Z. Also World War Z-Zombies, sowohl im Spiel als auch im Film, boah, ja, also nee. Digga, nee, wenn die kommen würden, nee, das wäre, puh, also schnell, sehr, sehr athletisch, können klettern, können springen, können von wahrscheinlich auch tanzen. Vielleicht schreiben sie euch auch noch einen Roman, ich weiß es nicht, die sind sehr, sehr, sehr stark. Und vor allem in dem Fall wirkt es halt durch die Filme, beziehungsweise durch den Film und das Spiel, sehr krass, schnelle Infektionsmöglichkeiten bei denen, weil es halt instant super viele da sind und die halt auch super, super aggressiv sind. Zu guter Letzt würde ich einfach noch eine Comedy-Kategorie dazu zählen und das wäre Zombieland. Und hier würde ich auch sagen, definitiv würde ich lieber The Walking Dead Zombies haben, denn auch hier einfach unfassbar schnell, unfassbar brutal, unfassbar, ja, keine Ahnung, schon athletisch, wie gesagt, und halt einfach brutalst böse, ne? Und hier gibt es halt einen Punkt. Ich habe das Gefühl, es infizieren sich nicht so viele Leute mit denen, aber das gibt der Film halt auch nicht so gut her. Aber auch hier ist, glaube ich, einfach nur ein Biss. Und ein Kratzer vielleicht, mehr jetzt auch nicht. Aber an für sich ist hier, wie gesagt, das Gleiche. Die extreme Brutalität und Aggressivität und das Schnelle machen auch diese Zombies definitiv zu größeren Gegnern als die Zombies von The Walking Dead. Ja, und deswegen bin ich der Meinung, wenn Zombie-Apokalypse, dann The Walking Dead, weil das wäre ein Easy Clap. Ich meine, der Unterschied zwischen einem Zombie, der sich so bewegt, und einem Zombie, der sich so bewegt, der Unterschied
würde ich mich einfach mal aus dem Fenster lehnen, ist halt schon doch sehr gewaltig, ja. Deswegen sage ich es einfach öffentlich, auch wenn ich The Walking Dead liebe und diese Meinung stelle ich aber hiermit klar und das ist meine Meinung und dazu stehe ich. The Walking Dead Zombies sind absolut langweilig. Sie sind absolut langweilig, aber es sind die Zombies, die wir alle am liebsten hätten. Man muss sagen, dadurch, dass die Zombies in The Walking Dead so langsam und gemütlich und keine wirklich extrem große Gefahr darstellen, macht die Serie halt nochmal irgendwie gut bzw. besser. Einfach weil es halt ein eher langsamer Tod ist, der auf einen zukommt, ne? Und das heißt ja auch nicht The Running Dead, sondern The Walking Dead, ne? Ich sag natürlich nichtsdestotrotz, The Walking Dead ist für mich Top-Tier. Da kommt leider, oder was heißt leider, es kommt einfach nichts ran. Und auch die Zombies feiere ich. Aber wie gesagt, es ist halt ein Unterschied, ne? Zwischen, man kann es eigentlich natürlich nicht vergleichen, offiziell natürlich nicht. Aber das, was die langsamen Zombies in The Walking Dead richtig machen, würde auch nicht in die anderen Zombie-Filme oder Serien oder Spiele passen. Da ist halt diese Gefahr, auch dieses schnelle, aggressive, brutale. Und bei The Walking Dead ist es halt so, ja, die kommen halt slow and steady. Die kommen langsam, aber sie kommen. Und dann mit Bums. Aber langsam. Sehr langsam. Aber das macht auch deren Charme aus, nicht wahr? Und somit wären wir auch schon am Ende des Videos. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Videoidee kam. Ich fand sie einfach unfassbar interessant, weil ich weiß wirklich nicht, wie ich drauf kam. Ich habe irgendwas gesehen und dachte mir so, ja, das ist eine lustige Idee. Ja, und ich möchte nicht länger um den heißen Brei rumlabern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr euch auf dem Kanal mal umschaut. Hier kommen ständig Videos zu Serien, zu Filmen, über Theorien, Trailer und allem Möglichen drumherum. Und wenn euch sowas interessiert, checkt den Kanal genau aus. Vielleicht ist was für euch dabei und dann könnt ihr auch direkt gerne ein Abo dalassen. Aber nur, wenn ihr es wollt. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben auch freuen. Und abschließend habe ich nur noch zu sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wieder. Und bis dahin bin ich aber erstmal raus. Ciao.